Okay. Passt bloß auf euch auf. Sie wollen uns alle holen. Ich bin der Überzeugung, die sind da draußen. Hallo, willkommen zu diesem Video, bei dem es darum geht, wie gestalte ich ein Verschwörungsvideo? Nun, wie macht man ein Verschwörungsvideo? Man braucht natürlich einen abhörsicheren Raum und dafür ist am besten das Auto geeignet. Bruce Springsteen hat viele Songs über das Autofahren gemacht. Thunder Road, Cadillac Ranch. Bruce Springsteen hatte keinen Führerschein. Für ein Verschwörungsvideo brauchst du keinen Führerschein. Ja, wenn ihr so vorbereitet seid, dann legen wir mal los. Der beste Platz für so ein Verschwörungsvideo im Auto ist natürlich hinterm Steuer, direkt am Lenkrad, damit du auch zeigen kannst, dass du die Dinge in der Hand hast, dass du sie regelst, dass du ein Macher bist. Und wo wir schon dabei sind, dann redet man bedeutungsschwanger in die Kamera. Es gibt verschiedene Arten, wie man dann in die Kamera reden kann. Entweder mit ganz tiefer, rauchiger Stimme. Das kannst du direkt machen. Was auch immer ganz gut kommt, ist viele Pausen einlegen. Reden mit vielen Pausen unterstützt dabei, einen überlegten Eindruck zu machen. Eine weitere Möglichkeit wäre zu flüstern. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles so sagen darf. Kommt immer gut an. Was auch immer ganz wichtig ist, ist bedeutungsschwanger von links nach rechts zu gucken. Also so. Oder auch direkt in die Kamera. Oder einfach geradeaus. Du kannst ein bisschen Popstar-Appeal erzielen, wenn du dir eine Sonnenbrille aufsetzt. Und auch mit Sonnenbrille kann man von links nach rechts gucken. Und umgekehrt. Umgucken, nie verkehrt. Vielleicht wird man ja beobachtet. Wobei ganz viele beobachten einen bei so einem Video. Zumindest ist das ja der Zweck von einem YouTube-Video. Die Inhalte dessen, was du sagst, die sind gar nicht so wichtig. Wichtig ist da höchstens, dass du ab und zu mal so eine Floskel raushaust, wie diese hier. Wo fange ich an? Give me your attention. Oder auch sowas. Wem kann man noch trauen? Sie sind da draußen, ich bin hier drin. Der Rest ist egal. Da kannst du alles erzählen. Ob dein Besen Kinder kriegt. Vielleicht sagst du auch einfach, wie viel Blödsinn kann ich eigentlich reden? Frisch gechippt ist halb gewonnen. Wichtig für die Aufmerksamkeit ist, dass du das Äußere, den Habitus drauf hast. Verstehst du? Du musst es machen. Du musst es sein. Eine Alternative ist natürlich auch, kann ich meine Karriere fördern? Wie werde ich beachtet? PS, einen Move habe ich noch vergessen. Man muss immer auch mal schwer ausatmen. Zum Beispiel so. Die Kür von allem ist vermutlich, wenn du alles zusammenbringst. Popstar, die Stimme runter und dann langsam reden. Gucken. Umgucken. Nach vorne gucken. Alles. Und ja, du musst es fühlen. Tief drin. So, ich hoffe, du hast jetzt einige Tipps dafür bekommen, wie du ein gutes Verschwörungsvideo selber drehen kannst. So, mir reicht's. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Medienpädagogik ist eine tolle Sache. Tschüss, Leute!